Yo, Peace Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tagebuch vom US-Shisha-Team. Heute verletzt, ohne Aydin, wir rauchen heute den Two Apples and Cinnamon von Malas, eine neue Sorte. Leider heute ohne Aydin darf man Malas, was sollen wir machen? Wir rauchen das Ganze im Hotshot RT mit der Amy NPX, mit dem Silikonschlauch, mit dem Sleeve drüber, mit dem Timeless Glasmundstück. Ich weiß gar nicht, was das für eins genau ist, von welchem Hersteller, ich glaube Magic Glass, Timeless Glass, keine Ahnung. Haben wir von Shisha 24 geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür. Lama Hütchen mit dem Sieb. Kohle ist noch nicht drauf. Kurz zum Geruch vom Malas. Apple Cinnamon. Also schon mal vorweg, ich rieche keine Anisnote raus. Ich weiß nicht, ob Leute hier eine Anisnote vielleicht rausriechen. Ich rieche nur eine ganz, ganz süße übliche Apfelnote raus. So mit einem leichten Zimtgeschmack in Abgang. Also Anis echt kein bisschen Lakritz, für die Leute, die Lakritz hassen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Tabak, der ohne Lakritz ist. Im Geruch, im Geschmack werden wir es ja gleich sehen. Also im Geruch schon mal auf jeden Fall sehr ansprechend, etwas für die Winterzeit auf jeden Fall. Im Sommer, oh la la, wenn man drauf Bock hat, wenn man Apfelzimt rauchen will, naja. Er riecht geil, keine Frage, bloß im Sommer hat man eher Bock auf so eine Lemon-Note oder so einen Apfel-Minz-Tabak, aber so Zimt und so im Winter, im Sommer ist so eine Sache. Ja, was soll ich sagen, Kohlen sind gerade auf Anmachen, auf meinem Brox-Herd, dieser Gasherd üblich, hab jetzt noch hier Gitter aufs Dingens drauf getan. Die Kohlen, scheint als würden die Kohlen dadurch so vollständiger durchglühen, davor hatte ich die Probleme, dass die an einer Seite dann mal schwarz waren, wo die halt drauf lagen. Ich bin verletzt, ich hatte einen kleinen Unfall. Nein, das ist kein Mittelfinger, das sind zwei Finger. Ist ja auch egal, unwichtig. Ich mache trotzdem Videos. Ich hatte Bock auf den Kopf, habe ich mir gedacht, mache ich eben ein Video dazu. Die Malas Doppelapfelzimt habe ich eh noch nicht vorgestellt. Ich habe gerade Lust, den zu rauchen. Und ich würde sagen, ich lege eben die Kohlen auf, rauche das Ganze an und dann sehen wir uns gleich mit dem Rauchgeschmack und. Ach, egal. Ja, bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Tabak ist angeraucht, so fast vollständig angeraucht. Ich rauche das Ganze gerade mal seit 2 Minuten, ist ganz schnell angeraucht gewesen auf jeden Fall. Raucht ganz gut. Ja, Malas Two Apples and Cinnamon. Ich habe den Hotshot bis zum Rand befüllt, habe ich gerade nicht erwähnt. Beim Lamar-Hütchen muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man den Tabak bzw. den Hotshot nicht zu voll befüllt. Nicht zu sehr befüllt, nicht zu stark befüllt. Auf jeden Fall, man sollte nicht zu viel Tabak reinpacken, weil euch dann der Tabak am Hütchen kleben bleibt und dann schmeckt der Tabak nach 2 Minuten verbrannt und kratzt übel. Dann müsst ihr vom Hütchen abkratzen und so. Deswegen ist, wenn ihr mit dem Lamar-Hütchen raucht, weniger mehr. So kann man es auch sagen. Geschmack ist schon mal sehr gut da. Also er schmeckt schon voll intensiv nach so einem süßen, kein bisschen anislastigen Apfel, also so ein roter Apfel ist das eher, kein bisschen säuerlich, echt so ein richtiger weihnachtlicher roter Apfel ist das, richtig süß. Und im Abgang merkt man diese Malas-Zimtnote, diese süße, würzige Note, bloß ich finde es schade, dass der zu wenig Zimt-Tabak. Also ich finde, in Zukunft könntet ihr euch vielleicht, also an Resa schon mal, falls du mehr Kritik bekommst für den Tabak, halt das Zimt mehr reingepackt werden sollte, kannst du es machen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, was die anderen Reviewer davon halten. Also ich finde, der könnte noch ein bisschen mehr Zimt vertragen, weil der Malas Zimt ist der leckerste Zimt-Tabak, den es gibt, und man könnte ruhig davon ein bisschen mehr reinpacken, dass mir die Zimtnote direkt ein bisschen mehr rein rausschmeckt, Entschuldigung. Also so 70-30 auf jeden Fall, dass man schon die richtige würzige Note schmeckt. Weil hier merkst du nur im Abgang danach so auf der Zunge so eine würzige, leichte Zimtnote. Aber ansonsten ist der Tabak echt lecker. Für die Leute, die nicht so auf Zimt stehen, Zimt mögen, aber nicht zu viel Zimt wollen, ist der Tabak auf jeden Fall was. Also im Geruch ist er top, im Geschmack auch top. Der Tabak kriegt von mir auf jeden Fall seine 9 von 10 Punkten, weil ich mag den Tabak wirklich sehr. Der Apfel von den 9 Malas Sorten ist das einer der leckersten. Dieser Apfel, mach bitte die Tür zu. Dieser Apfel vom Malas, der ist kein bisschen echt anislastig, deswegen kriegt der Tabak von mir 9 von 10 Punkten. Hätte er noch ein bisschen mehr Zimt, würde ich ihm die volle Punktzahl geben, weil ich voll auf den Tabak abfahre. Er ist echt mega lecker. Hitze vertragen die neuen Sorten auch sehr gut. Schnitt ist wie üblich von Malas sehr fein. Ich finde, bei den neuen Sorten ist der etwas minimal grober geworden.
Feuchtigkeit geht klar, rauchfertig auf jeden Fall, wie die anderen ganzen Tabaksorten auf dem Markt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe noch, was habe ich noch von Mallers vorzustellen? Einmal den Schokolade werde ich von Mallers noch vorstellen. Wird auf jeden Fall auch noch die Tage kommen. Und was war das noch? Den Gum. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, den vorzustellen, weil der ist auf jeden Fall sehr lecker, schon mal vorweg. Also, Two Apple and Cinnamon. Kaufempfehlung auf jeden Fall. 9 von 10 Punkten. Nur wäre die Zimtnote noch etwas stärker da, hätte er für mich auf jeden Fall die volle Punktzahl bekommen. Und vorstellen werde ich auch noch den Blueberry Watermelon von Layalina, den wir auch von Shisha 24 bekommen haben. Wird auch, denke ich mal, nach den Mallersorten kommen. Ich habe noch ein paar Almahmut-Sorten, die Resa uns da mal zugesendet hat, die ich noch vorstellen muss, wo ich keine Zeit hatte in letzter Zeit. Aber jetzt werden auf jeden Fall noch ein paar Videos mehr kommen. Dann wird auf euch zukommen Alwaha Blue Banana, den werde ich auch vorstellen. Den habe ich mit dem Nubia, also den Nubia Rotabak mit der Alwaha Molasse angefeuchtet. Dann den Alajami Gold Coco Lime, also Kokos und Limette oder Limone, Zitrone. Der wird noch kommen, was wird noch kommen? Paradise habe ich vorgestellt. Cappuccino habe ich vorgestellt, ich glaube, das war's auch. Oder? Überlegt gerade, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden noch ein paar Videos auf jeden Fall folgen. Mal gucken, vielleicht wird auch in Zukunft eine Produktvorstellung kommen von einer neuen Shisha, die Aydin sich gekauft hat. Schon mal vorweg, es ist die Genie Arabica Gold mit der Fragment Bowl. Er hat sich auch eine Glasrauchsäule dazu gekauft. Echt, sieht spitze aus. Die Genies sind auf jeden Fall in meinen Augen die tollsten Pfeifen der Welt. Vom Aussehen wirklich kann kein anderer Hersteller diese Pfeifen toppen, weil es hat einfach was vom Orientalischen und was vom Modernen. Also ihr raucht sozusagen mit einer modernen Pfeife, mit einem orientalisch-modernen Look. Auf jeden Fall echt die geilsten Pfeifen ever. Ich werde mir auch irgendwann noch einen Genie holen, aber mit der Amy MPX bin ich auf jeden Fall im Moment zufrieden. Dann schon mal schöne Grüße an Ezan und an ganzen Shanty Shop, Passiv und so. Ezan, falls du denkst, dass das Review vom Amy Gold, was war das? Kuban Mojito nicht kommt. Ich habe das Video schon abgedreht, nur ich stelle die ganzen Mallersorten noch vor der Messe vor. Das Aydin und so, halt, dass die Leute wissen, dass sie das Aydin sagen kann, dass wir die schon vorgestellt haben, die neuen Sorten, falls die Leute dann an der Messe Interesse daran haben, sich die Videos nochmal anzugucken, dass wir die Videos schon hochgeladen haben. Ich will das Video auch nicht zu weit in die Länge ziehen, das ist schon lang genug geworden. Wie viel ist das? Das ist schon 10 Minuten fast oder schon mehr, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, schöne Grüße an euch alle, schöne Grüße an Aydin, an Alan. Fühlt euch alle gegrüßt, ich werde jetzt nicht so viele Grüße aufnehmen, weil das Video auch nicht zu lang werden soll. Abonniert euer Shisha-Team, danke an Reza für den Tabak, schöne Grüße an dich Bruder, wir werden uns morgen sehen. Wenn ich das Video noch heute Abend hochlade, kannst du damit rechnen, dass es am Freitag hochgeladen wurde und dass wir uns morgen, denke ich mal, sehen. Ich freue mich schon sehr darauf, dich zu sehen. Dann würde ich sagen, haut da rein, abonniert Ur Shisha Team, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, Daumen hoch, teilt das Video und man sieht sich im nächsten Video. Euer Ur Shisha Team, aka Janis Krupic.